Der hat überhaupt keine Chance gegen mich, Alter. Wo bist du denn? Oh, da kommt eine Frau. Da kommt eine Frau. Wir liegen rechts ab, schnell. Ich habe Angst vor Frauen. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Wir machen heute eine kleine Runde auf dem Bock. Ich hoffe, ich habe die Kamera richtig eingestellt und vor allem hoffe ich, dass man mich hört. Zack, für an, beziehungsweise bereit und zack für Licht, denn wir fahren auch tagsüber mit Licht. Ist dann noch kurz ein Ständer eingeklappt. Sieht man mich? Ich weiß nicht, ob man mich sieht. Okay. Here we fucking go. Tja, und schon fahren wir. Ah, lecker! Ja, also das ist das erste Mal mit Aufnahme. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Der Fahrtwind, das Teil. Ich versuche extra laut zu sprechen. Ich habe das Mikrofon unter mir direkt. Also das ist die erste Fahrt hier mit euch zusammen mit der Hercules 4. Also prima 4. Oh, guck mal da, Kirche. Ach gut. Hallo. Ich habe uns hier einen ganz schnuckeligen Weg ausgesucht. Und zwar fahren wir da jetzt links nach dem Schulterblick. Na, versteht ihr mich? Da. Kurz an der Straße vorbei. Und voll in den Wind. Also ich habe heute bei diesem Aufnahmeteil zum ersten Test, vielleicht dumm, aber naja, Noise Reduction an. Also so steht es zumindest auf dem Ding drauf. Mal schauen, ob das was bringt oder ob das halt, ja, die Geräusche wirklich reduziert, die außen rum passieren und meine Stimme vielleicht davor hebt. Ja, mal ein bisschen Vollgas. Ach Gott, ziemlich schnell, guck mal so. Boah. Aber natürlich wollen wir uns die wunderbare Natur nicht entgehen lassen, ja, von daher, guck mal. Wow. Also, so ein paar Worte zu der Mofa-Geschichte an sich, also es ist für mich wirklich absolut geil. Also auch wenn es nicht schnell ist und so weiter, ne? Wobei der Tacho jetzt auch nicht, der zeigt nicht die Wahrheit an, glaube ich zumindest, weil ich mit GPS schon andere Zahlen gemessen habe, mal schneller, mal langsamer, wie der Tacho anzeigt, der macht das irgendwie so nach Gefühl. Na, auf jeden Fall ist dieses Rumfahren durch die Gegend, also auch da hinten, seht ihr den Berg? Ich hoffe, ihr seht den da oben lang und sowas. Natürlich nur über Wege, die man befahren darf. Entschuldigung. Das ist für mich einfach absolut geil. Ich habe einfach Bock drauf, ein bisschen rumzufahren, Staub wedeln zu lassen. Hast du gesehen, den Staub? Ich habe ihn nicht gesehen. Naja. Und an den Maschinen eben rumzuschrauben, wobei das ja jetzt kein Schraubvideo ist, augenscheinlich. Wir fahren jetzt mal hier rechts. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Stück hier heißt, wo wir hier sind. Ich fahre gern ein Stück aufs Land, sage ich mal, raus, um mal da dann zu fahren. In der Stadt weiß ich überhaupt nicht, wie das mit den Aufnahmen überhaupt ist. Also mit den Autos. Ich meine, da vorne ist ein Traktor, okay, das ist in Ordnung. Aber Autos und so weiter, die Nummernschilder und pipapo, ja. Da weiß ich nicht, da muss ich ja eigentlich alles pimmeln. Wisst ihr, was ich meine? Das darf man ja nicht sehen. Ich überlege gerade, ob wir jetzt geradeaus über den Assi-Weg fahren oder da rechts über den schönen Weg. Ich will den Assi. Na komm, wir fahren erstmal rechts über den schönen Weg. Assi-Wege haben wir noch genug. Ja, so machen wir das. Wir fahren jetzt mal darüber oder fahren wir doch mal da hoch. Ach komm, wir fahren rüber. Dreck. Hört auf, Dreck liegen zu lassen. Rechts haben wir. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen so eine Aktion. Ich mache mir ein Ding drauf. Ich werde mir hinten einen Anhänger dran machen. Ja? Und dann so einen Scheiß einsammeln. Was soll denn das? Guck mal! Dann werden wir die Mofa-Dreck-Prinzen. Im Acker drin! Zigaretteschachtel. Oh, Leute, sollen wir stoppeln ein bisschen? Sollen wir zufällig mal ein paar Kartoffeln stoppeln? Soll ich eine mitnehmen für euch? So Kartoffel? Ach, das wäre was jetzt, hä? So Kartoffelstick? Ach gut. Naja, ja, also ich fahre echt gerne durchs Grün, weil ich in der Stadt einfach nicht Bescheid weiß mit den ganzen Nummernschildern und den Leuten, die da rumlaufen und so weiter und so fort. Dann hast du nicht gesehen. Das ist irgendwie nicht so meins. Ich bin generell nicht so gerne in der Stadt. Ich meine, ich lebe jetzt nicht in der größten Stadt, aber ja, halt schon in der Stadt. Und von daher ist es jetzt nicht mein Leibgericht, da durch die Stadt zu tuckern und mich von Leuten dann, keine Ahnung, anmaulen zu lassen, was mir einfällt, sie zu filmen. Alter, jetzt bollert aber nein! Meine Herren, 100 km/h, ich sag's euch! Ja, soweit zu dem, also, habe ich die Leidenschaft jetzt ausgeführt, ich weiß es gar nicht. Da es für mich auch jetzt halt die erste Fahrt mit euch ist, bin ich natürlich noch nicht so zielgerichtet, wie ich es in den Videos bin, in denen ich halt vorm Ding rumsitze. Sollen wir da lang fahren? Alter, das ist ja assi aus der Weg. Nee, da fahren wir da vorne lang. Jetzt kommt uns doch ein Auto entgegen, aber das
da gehen wir einfach souverän ran an die Geschichte. Ich werde ihn einfach rammen. Alter, er fährt weg. Was? Kick it on! Ne? Dann kick ich! Da hat überhaupt keine Chance gegen mich, Alter. Wo bin ich denn? Oh, da kommt eine Frau, da kommt eine Frau. Wir biegen rechts ab, schnell. Ich habe Angst vor Frauen. Wir gucken mal, was hier so abgeht da drüben, okay? Guck mal, die hat sogar einen Hund dabei, weißt du? Die will in Ruhe gelassen werden, klar. Wenn Hasso dabei ist, der beißt mich vielleicht. Aber guck mal, do! Ich hoffe, dass die Kamera so gerichtet ist, wie ich es hoffe, dass sie gerichtet ist. Guckt ihr nur auf den Boden die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Aber da müssen wir jetzt halt durch, ne? Ich werde die Perspektive Stück für Stück anpassen für euch, dass wir da die optimale Geschichte halt am Start haben. Guck mal, der Bauer steht einfach jetzt da vorne rum und chillt. Das schafft nichts. Aha, okay, gut. In Ordnung. Es gibt hier einen Tennisplatz. In dem Nichts? Dude. Hey, sollen wir mal eine Runde Tennis spielen gehen? Ah, da spielen sogar welche. Alter, wie peinlich. Schnell. Fuck, fuck, fuck. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal in das Feld da rein. Los geht's. Rappa. Nee. Nicht mit mir. Ja, also dieses Käffchen, was jetzt kommt, ist... Ich bin einfach nicht so bewandert mit den kleinen Dörfchen, wisst ihr, weil man fährt ja auch nie durch. Also wenn man mal irgendwo hinfährt, dann sucht man meistens ja die Autobahn auf. Alter, guck dir den Weg an. Was ist hier los? Dann fährt man meistens auf die Autobahn und gut ist. Ja, wer fährt denn da noch bitte durch die Käfer? Außer man will da irgendwo hin, aber ich hab da halt auch jetzt nichts. Wir sind, glaube ich, vor 8 oder 9 Jahren, vor 10, sind wir umgezogen. Und man ist jetzt nicht wirklich so dann ringsrum unterwegs, oder? Also ich bin auch niemand, der jetzt sagt, oh komm, wir schauen mal, was wir da für leckere Restaurants haben. Ach Gott, guck mal, da drüben im Dorf, da gibt es noch einen richtigen Dorfschenk, herrlich. Meine Freundin geht schon eher so in die Richtung, aber meins ist es halt einfach nicht mit so Kram. Ja, ich fahre lieber da mit 20 km/h durch die Agger, verstehst du? Und erzähl mit euch. Das ist mir selbst auch wirklich lieber, ne? Also wenn ich selbst so rumlaufe, da bin ich eigentlich beim Spazieren, beim Wandern und so weiter. Also Wandern geht man eh nicht in die Stadt, aber auch beim Spazieren. Suche ich den schnellsten Weg, der wegführt in den Wald, die Weinreben, aufs Feld und so weiter und so fort. Also das ist mir irgendwie deutlich angenehmer halt, als jetzt so in der Stadt. Wer will schon in der City rumdümple? Niemand. Kein Enner. Alter, was ist denn hier jetzt für ein Bockweg am Start? Guck ich mal den Weg an hier. Bin ich da jetzt so lustig drauf? Ich weiß es nicht. Fahre ich jetzt zurück oder fahre ich über den Dingweg da weiter? Dann testen wir mal den kleinen Weg hier. So. Und machen uns hier langsam wieder auf den Weg zum Abholpunkt. Ich nehme an, ich habe jetzt hier schon 10 Minuten gelabert und habe gerade noch gestern oder vorgestern in einem Giveaway-Video gesagt, dass die Videos hier im Schnitt 7 Minuten lang sind. Wobei natürlich diese Mofa- und Schrauber-Videos da rausfallen. Also würde ich mal ganz fest behaupten, weil das ist halt was anderes. Ne? Das ist ein ganz anderer Ansatz und deswegen ist da auch die Zeit anders. Ne? Hier lässt sich schön fahren, hier ist es schön weich. Guck mal, es wackelt fast gar nicht. Guck mal da auf den Schlüssel. Okay, hier ist jetzt... Aber hier, guck dir das doch mal an. Sexy. Also ich weiß, dass da vorne ein gescheiter Weg ist, darum fahren wir da jetzt auch hin. Und halt, stopp. Lag da gerade ein Feuerzeug? Ah ne, jetzt, oder? Da lag doch gerade ein Feuerzeug, oder? Ach gut. Oh, es ist schon kaputt. Nein. So ein schönes Rosa, das wäre ich für die Frau. Naja, guck mal, mein Schatten. I'm so fucking sexy right now. Da seht ihr auch, dass ich die Kamera eben oben auf dem Helm habe. Ich könnte sie auch an die Seite machen. Ich kann sie auch hier vorne irgendwo hin machen. Ich habe alle Möglichkeiten. Ich kann sie auch an den Tank machen oder sonst wo. Oder hinten, um mal diese Seitenansicht des Mofas zu zeigen während der Fahrt. Ich habe halt nur eine Kamera. Das heißt, ich kann dann eben auch dementsprechend bei einer Ausfahrt nur eine Perspektive filmen, beziehungsweise muss halt anhalten und die Kameraperspektive wechseln. Das ist natürlich auf Wunsch möglich. Also generell in Planung jetzt mit der Rumfahrt ist natürlich einmal das Zeigen der Öfen. Wie gesagt, die Sauberkeit ist noch nicht da. Ne? Die ist auch noch nicht perfekt hier. Die läuft noch nicht rund. Da muss schon noch was gemacht werden. Aber da wir gerade an Wall in seiner dran sind, ist die jetzt halt erstmal so, wie sie ist. Bei der hier kann man Richtung Leichtgängigkeit auf jeden Fall noch was machen.
Die Vorderbremse ist noch nicht perfekt eingestellt. Also die ist noch zu Ungunsten der, ich sag mal, der Geschwindigkeit. Sie bremst natürlich trotzdem gut. Ja, den muss ich noch einstellen. Ich muss oder wollte, wie ich es von meiner Freundin auch gemacht habe, vielleicht beide Räder mal abmachen, vorne und hinten. Und die Bremsen komplett säubern und eben schön frisch einbauen. Dann die Radlager eben aufarbeiten. Ja. Also bei ihr hat das wahre Wunder gewirkt bei ihrer Maschine. Da ist halt die Kompression jetzt noch, die komplett retarded ist. Also die ist wirklich nicht gut. Wir müssen mal kurz Gas geben bei bergauf. Habt keine Angst. Alter, wir sind so abnormal schnell gerade, ne? Wahnsinn! Das ist echt grob, mein Freund. Ich glaube, hier oben machen wir dann direkt Huck, weil das ist ein geiler Ausblick hier Richtung Schluss. Leute, ich werde dann, wie gesagt, oder wie ich es eben anfangen wollte zu sagen, in diesen Videos hier speziell eben ja, über die Möwchen sprechen, über die Fahrweise, über irgendwelche Updates, die wir machen und in der Garage dann selbst, ach, hier ist ein bisschen arg laut mit den Autos, und hui, in der Garage dann selbst, so fahren übrigens die coolen, die Reparaturen und so weiter vornehmen. Ja. Gut, wir machen mal kurz aus. Soweit, so schön, ne? War richtig nice, also mir hat es echt brutal Bock gemacht. Ich hoffe, es ist auch was für euch. Ich steige jetzt nochmal ab, dass ihr das gute Stück sehen könnt. Ja, also soweit dazu. Ich werde dann jetzt hier beenden und wir hören uns dann im nächsten Video bzw. im nächsten Livestream. See you later.